Schweinezucht könnte ich da oben, aber ich brauche noch ein Wasserwerk. Ja gut, dann kann ich die Schweinezucht da nicht hinbauen. Ich brauche das Wasserwerk da oben. Hier unten passt es ja nicht hin. Wird auf jeden Fall ein bisschen kompliziert. Schweinezucht kann ich echt nirgends anders hinbauen. Die Asiaten haben mir viel zu viel Platz weggenommen hier unten. Die breiten sich hier schön aus. Haben aber auch noch nicht so viel. Die haben bloß. Haben die überhaupt eine Schmelze? Nee. Die haben nicht mal eine Schmelze. Aber die haben richtig viel flaches Land. Die sind voll langsam irgendwie im Bauen, ey. Ich sag mal so, wenn die da unten angegriffen werden, greife ich die von hier oben an. Wäre doch schon lustig. So. Die Werkzeugschmiede müsste als nächstes fertig werden, ja, und dann die Waffenschmiede und dann die Kaserne, okay. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. So, ich hoffe, der Steinbruch, der hält noch ein bisschen hier mit den Steinen. Da muss ich hier unten auf jeden Fall noch Steinbruch hinbauen. Gucken wir mal, ob da noch Platz ist. Ja, hier ist noch Platz. Einmal kurz das hier auf Prio setzen. Werkzeugschmiede ist ja fertig, Waffenschmiede wird als nächstes fertig werden. Da ja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin, dass wir die in die Enge treiben. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Können wir da oben eine Fischerhütte hinbauen? Nee. Hier ist einer. Oh, die reicht nicht, um alles zu versorgen. Wir können ja mal spaßenshalber hier das hier erstmal machen. Und, ach Quatsch, das Lager müssen wir mal machen. So. Zack, zack und zack. Das schöne Bier. Und Brot würde ich auch nochmal bei Eisenerz machen extra. Das erstmal abgesichert, hoffentlich. Steine haben wir schon viele jetzt gesammelt hier. Die warten wohl erstmal alle drauf, dass das dann fertig wird hier. Das müssen wir auch irgendwie hinkriegen. Aber das Wohnhaus, das müsste nach den beiden hier gebaut werden, glaube ich. Schauen wir mal. Wäre auf jeden Fall ganz günstig. Eine Schmelze, jetzt bauen sie eine Schmelze. Und macht um für das kleine bisschen Land. Also die Steine vielleicht okay, aber trotzdem. Die sollten sich mal lieber nach oben ausbauen, damit sie noch mehr Land kriegen da. Mann, wie dämlich denken die denn? Das ist doch traurig. Steinbruch ist fertig. Dann kriegen wir wenigstens noch ein paar Steine mehr dazu. Da fehlen Bretter und da fehlen auch noch Bretter. Es fehlen halt nur die Bretter gerade. Und ja, der Holzfäller kommt halt nicht so wirklich gut hinterher hier. Weil es halt zu wenig Bäume sind da in der Ecke.
So, Steine werden da schon mal hingebracht, dann wird als nächstes auf jeden Fall das Wohnhaus gebaut. Okay. Können wir nur hoffen, dass wir hier noch Bretter kriegen hier und genug Steine. Na gut, bei dem Wohnhaus müssen wir halt warten, ne? Dass das hoffentlich schnell fertig wird. Die Kaserne ist ja gleich fertig, da fehlen nur noch die zwei Bretter. Eins liegt ja schon da und das nächste wird dann auch bald dahin kommen. Ach, Kohle fehlt auch noch. Eieiei, das kann noch dauern hier alles. Das wird gemein. Das wird richtig hardcore hier. Na gut, ist halt auch für Profis schon, ne? Da haben wir jetzt nun die Römer und die Asiaten durch. Die waren ja noch recht einfach, vor allen Dingen die Asiaten. Die ganzen Waffen, die wir mal gekriegt haben am Anfang der Kampagne. Also von einigen, von den ersten Missionen. Der vierten war, glaube ich, nichts mehr gewesen. Da haben wir uns ja auch schon gut einfinden können. Aber jetzt? Ist doch ein bisschen schwer geworden. Vor allem, wenn man wirklich mit so einem kleinen Pissland hier anfangen muss. Das ärgert einen ja doch schon manchmal so ein bisschen, weil man hat keine wirklichen Freiheiten, sich hier richtig auszubreiten. Oder was aufzubauen. Vor allem, wenn man hier so eine kleine Ecke nur vor Holzfällerhütten kriegt, schon so. Das ist so bescheuert. Die haben keine Soldaten mehr, na geil. Da rennt ein Spion rum, okay. Was soll man machen? Ich würde gerne hier den Turm angreifen. Dann würde ich wenigstens das Land hier noch kriegen. Würde mir bestimmt gut helfen. Na, jetzt werden hier die Steine schon vorher da sein als alles andere war, als die Bretter. Na geil. Weil das Sägewerk ja jetzt Holz hat eigentlich, also sollte sich nicht beschweren. Jetzt weiß ich, was fehlt. Träger. Wir haben nur 8 Stück da. Na gut, dass wir das Wohnhaus bauen. Das Sägewerk hat auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Theoretisch, weil das ganze Holz ja da mal rüber geschafft werden könnte. Und der Holzfäller kann sich auf jeden Fall nicht beschweren über das Holz. Was er da hat jetzt. Erstmal. So, wie viele Steine brauchen wir noch? Okay, Steine sind fertig. Also jetzt wirklich nur noch die Bretter. Kann doch echt nicht sein. Zwei Bretter liegen da. Ein Holz wird gleich bearbeitet. Kaserne ist wenigstens fertig.
glaube, danach werden erstmal die Kohlenminen, glaube ich, gebaut und dann die Getreidefarm. Aber na gut, ist ja nicht so schlimm. Kohle können wir ja auch sehr gut gebrauchen. Oh, ich hoffe, das wird irgendwie was. Die können sich hier nicht weiter ausbreiten, oder? Nee. Die haben ja keine Soldaten mehr. Schmelze da, Waffenschmiede, haben die sowas schon? Nee. Warum kann ich eigentlich nicht sehen, was deren Spion macht? Ist doch auch doof. Ey, wieso erst die Fischer hütten? Na gut, das war Nahrung, klar, aber trotzdem. Hier ist ein Turm. Hoppala, dann kann ich den ja abreißen. Den brauchen wir ja gar nicht mehr, da haben wir ja schon einen Turm gehabt. Naja, umso besser. Keine weitere Materialverschwendung in der Hinsicht wieder. So, die Fischhütte ist wenigstens fertig, da haben wir schon mal die Nahrung. So ein bisschen. Wir haben ja bis jetzt nur die Eisenerzmine, also von daher können wir da jetzt mal so Nahrung ranschaffen für die Mine. Das Wohnhaus braucht keine Steine mehr, genau. Und die bekloppten Bretter. Ey, ist alles voll hier. Komm, das Wohnhaus muss fertig werden. Braucht die ganzen Träger. Soldaten, das wird nicht reichen auf jeden Fall. Nicht gegen die jetzt, also gegen den einen Turm ja gehen würde. Nee, das wäre riskant. Das wäre ganz schön doof, glaube ich. Also wenn ich gesehen habe, wie viele Soldaten die haben, ungefähr genauso viel vielleicht. Aber das ist ja bloß das, was ich gesehen habe. Vielleicht haben die ja noch mehr. Ah, okay, jetzt haben sie schon die Dinger da rein gemacht, also die Bogenschützen. Hier fehlt jetzt aber auch noch einer. Und da einen Turm hin machen, ob das so gut ist? Ich meine, Kohle und Eisen haben sie ja wirklich genug. Kann man ja nicht anders sagen. Dann sollten sie aber auch wirklich schnell eine Waffenschmiede bauen. Das wäre doch ein bisschen sinnvoller für die. So, 10 Bretter fehlen noch, okay. Langsam wird da was gebaut. Und ich hoffe mal, dass die Träger jetzt auch langsam da die ganzen Stämme da hinbringen zum Sägewerk. Wir brauchen ja doch ein paar. Steine sind gut bedient. Brauchen wir anscheinend auch nicht mehr, doch für Getreidefarm, okay. Und na klar, für hier oben noch, für den Turm und für das Wasserwerk. Dafür brauchen wir noch 3 Steine und da auch nochmal 3 Steine. Na gut, das wird alles beliefert. Achso, und hier noch, ne? Hier noch ein Stein, da nichts mehr, okay. Da auch noch 2 Steine. Aber ich hoffe halt, das Wohnhaus wird schnell fertig. 9 Bretter fehlen, ey, das ist grausam, wenn man auf knapp hier hängt. Das wird schon ein harter Brocken sein, auf jeden Fall. Da hat wenigstens schon mal ein paar Fische gefangen. Immerhin. So. Hier bleibt mal schön am Turm dran. Nicht, dass hier irgendwie ausschwärmt. Die Bretter, die Bretter, die Bretter. 8 Träger. Wie sollen das 8 Träger hier schaffen? Der hat kein Holz mehr. Ist alles unterwegs schon wieder. Da sind doch genug Bretter, Mensch.
So, der spioniert uns aus hier. Darf nicht sein. Dann werden wir mal richtig einen reinklatschen hier mit unseren Schwertkämpfern.